Willkommen zurück hier bei Hyrule Warriors, Zeit der Verheerung. Ich habe ein wenig gezockt und ein bisschen gefarmt und jetzt können wir endlich wieder ein paar Missionen abschließen. Unter anderem die Kletterprobe, Daruk Spezialangriffsleiste plus 1. Hier eine ganz persönliche Aufmunterung. Wir kriegen 2 weitere Waffenslots. Die hätte ich mal für vor der Aufnahme gebraucht, weil ich ziemlich viele Waffen währenddessen bekommen habe und echt viele verkaufen musste und so weiter. Ich habe hier auch geupgradet, aber nichts Großartiges, waren einfach nur ein paar Waffen und ja, das Übliche halt. Das Master Sword ist ein bisschen stärker geworden. Ich musste ein paar Rubine dafür bezahlen. Nichts Großartiges. So, hier unten sind auf jeden Fall noch ein paar Sachen. Hier unter anderem das. Dafür musste ich nochmal gelbes Schleimgelee holen. Das habe ich hier aus dieser Elektroprüfung. Hier war es, glaube ich. Ja, Blitzspezialtraining einfach. Daher habe ich das. Und war es das schon? Oh, ja gut. Anscheinend war es das schon. Wir werden auf jeden Fall jetzt hier diese beiden grün markierten Übungen machen. Da kriegen wir nämlich noch ein paar Sachen für diese Spezialmission da. Und da wir die noch nicht gemacht haben, machen wir die jetzt einfach direkt zu Anfang. So schlagen wir quasi 2 Fliegen mit einer Klappe. Und brauchen uns darum dann nicht mehr zu kümmern. Dann brauche ich da auch nichts off-cam farmen oder irgendeinen Quatsch. Dann ist das direkt einfach mal aus dem Weg. So, Schlacht beginnen. So viele Monster, vielleicht können wir sie vertreiben, wenn wir das Stärkste besiegen. Das Stärkste? Ja, begib dich zum Ziel, okay. Ich kann aber erst zum Ziel, wenn ich die Viecher hier kaputt gekloppt habe, oder? Ja, das Tor hat sich geöffnet, oder? Nicht? Nicht bescheuert? Was habe ich denn da gerade gelesen? Irgendwas mit Tor. Ah, hier ist aber der Typ. Auf den machen wir Stasis. Boah, wie schwach ist Mipha denn? Was soll das? Kann es sein, dass mein Controller rumspackt? Dass Mipha nicht schwach ist, sondern dass mein Controller einfach gerade rumspackt? Weil ich habe halt auf B gedrückt zum Ausweichen, aber irgendwie ist nichts passiert. Naja, was soll's. Weiter geht's. Wir ignorieren die Keks einfach. Und... nerv nicht. Und rennen hier einfach weiter. Hä? Hier rechts? Ja, okay. Ich hatte mich gerade ein bisschen gewundert, weil ich dachte, da wäre ein Dead End, aber nö. Ach, scheiße. Was? Warum? Warum ist das Stasis jetzt so schnell abgelaufen? Oh, shit. Ah, jetzt hätte er natürlich Stasis gebraucht, aber wir haben Stasis wieder ab. Was macht Mipha? Muss man damit X angreifen? Anscheinend. Weil ich habe eben die ganze Zeit Y gedrückt. Okay, dann mache ich einfach nur irgendwas falsch mit Mipha. Dann spackt hier gar nichts rum. Ja gut, ich spack rum, aber sonst eher weniger. Oh, die Zeit ist zur Hälfte abgelaufen. Ich sollte mich mal ein bisschen beeilen. Und ihr seht schon, ich habe auch echt gut Rubine gefarmt. Das habe ich da auch bei diesem Elektro-Spezialtraining gemacht.
Blitz-Spezialtraining, sorry. Wenn ihr es auf der Karte sucht, findet ihr es unter Blitz-Spezialtraining einfach. Habe ich ja eben gezeigt. Daher habe ich auch den Elektroschleim, dieses gelbe Schleimgelee. Ja, Erfolg. Ja, nee, irgendwie noch nicht. Aber was soll's. Die sind im Handumdrehen erledigt. Und jetzt drücken wir mal X. Nur irgendwie bringt das nichts. Irgendwie löst das Stasis direkt auf. Sehr komisch. Sehr komisch. Oh, oh, Mifa ist fast down. Lass uns mal hier einen Spezialangriff einsetzen. Ja, okay. Was genau? Hat das jetzt irgendwas gemacht? Ah, okay. Sie stößt einfach so eine Wasserwelle aus. Na gut. Ja. Danke für die Bestätigung. Und jetzt werden wir hoffentlich die restlichen Materialien bekommen, die wir brauchen. Maxi-Barsch. War es das? Oder war es der Schwertschnapper? Könnte auch der Rüstungsschnapper gewesen sein. Ich weiß es nicht, aber es sieht sehr vielversprechend auf jeden Fall aus. Mal schauen. Naja, komm. Da brauchen wir schon wieder Geflügel. Oh, nee. Ach, komm, ey. Ja, das muss ich dann doch noch Offcam machen. Wir haben den Ausdauerbarsch anscheinend gebraucht. Ach, Mann, ey. Oder? Ne, hier, Rüstungsschnapper. Den brauchten wir auf jeden Fall. Und was ist jetzt? Ah, okay, cool. Wir haben eine Menge Kram bekommen. Und hier brauchen wir auf jeden Fall wieder Geflügel. Und irgendwelche Urkunden. Wahrscheinlich Bockblinden. Ja, so ist es. Da haben wir gerade alle verbraucht. Da habe ich nicht besonders gut geplant. Aber was soll's? Hä, was? Was habe ich denn da markiert? Diese Rüben bekommen wir auf jeden Fall hierher. Was ist hier unten? Ist da Geflügel? Das kann sein, dass da Geflügel ist. Auf jeden Fall bekommen wir hier schon mal die Rüben her. Also hoffe ich jetzt einfach mal, dass wir dann links unten auf der Karte das Geflügel bekommen. Das wäre auf jeden Fall sehr passend. Ich habe auf jeden Fall off-cam das Geflügel aus irgendeinem Training von Link geholt. Ich weiß jetzt nicht, wie das hieß, aber es war irgendein Training von Link und da steht dann bei exklusiv hier auf dem Schlachtfeld kriegt man Geflügel. Und exklusiv heißt ja eigentlich, dass man das nur dort bekommt. Aber es wäre schon sehr komisch, wenn man nur dort das Geflügel bekommt. Okay, es haut auf jeden Fall richtig rein. Na, vielleicht habe ich auch irgendwas falsch gemacht. Jetzt nicht so krass. Da ist so ein hässlicher Pyromagus. Den frieren wir auf jeden Fall ein. Nee, ich will nicht mit X.
Mann, mit X ist scheiße. Da kriegt man nichts hin. Das bricht das Ding halt direkt ab. Ich weiß nicht, warum er immer will, dass man mit X angreift. Ja, keine Ahnung. Irgendwas läuft da schief. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass da irgendwas mit der Programmierung schiefgelaufen ist. Es ist doch nicht normal, dass das direkt... Ach, scheiße. Dass das direkt abbricht. Wenn man da nur mit X angreifen kann, aber wenn man X benutzt, dass es das dann direkt abbricht. Okay, machen wir nochmal. Nee, das ist mega useless. Ah, Bomben. Kriegen wir es noch rechtzeitig hin? Ja. Ja, ja. Doch. War noch drin. Aber Mifas Dinger. Also Mifas Module. Sind irgendwie extrem schwach. Naja, also. Mifa ist auf jeden Fall nichts für mich. So, fressen wir uns das Ding mal rein. Damit wir wieder vernünftig Leben haben. Das war komisch. Ich dachte gerade, ich wäre zurückgerannt, aber anscheinend habe ich da einfach gerade die Orientierung verloren. Truppen des Feuermoblins wurden gesichtet. Okay, das können wir auf jeden Fall... Ja, okay. Irgendwie... Hallo, greif an! Ich bin noch gut ausgewichen. Ah, komisch. Ach, Zelda ist da schon hinten. Sind wir noch nicht fertig hier? Die Vorposten müssen unbedingt gehalten werden. Ja, muss ich da jetzt eingreifen oder reicht das, wenn ich Zelda da einfach hinten dran lasse? Warum will er die ganze Zeit, dass ich mit X angreife? Das ist so useless. Ich verstehe es nicht. Also mit ihr muss man sich auf jeden Fall immer an die Anweisungen halten. Sonst konnte man ja auch immer so ein bisschen tricksen mit dem Stasis-Modul. Ach, jetzt hätte ich es benutzen können. Und genau da setze ich meine Spezialattacke ein. Unlucky. Aber ich glaube... Ach nee, brauchen wir gar nicht. Der ist fast down. Ja, das war's. Und jetzt schauen wir aber trotzdem mal zu Zelda rüber. Holy shit. Ah, ja, okay. Okay, okay, okay. Interessant. Ja, sie hat auf jeden Fall einen interessanten Kampfstil. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt was für mich ist. Sie muss anscheinend immer sehr weit entfernt sein von den ganzen Gegnern. Ach, ich wollte gerade drücken, aber... war zu spät. Ah. Ja, okay, ich konnte jetzt... das Ding nicht weiter besiegen und ich habe auch vergessen, wie das nochmal ging mit Zelda. Oder was sie nochmal gemacht hat. Hätte ich's. Hä? So? Hä? Wie muss man das denn benutzen? Mehrfach drücken. Ach ja, genau. Sie hatte ja so richtig komische Module.
Okay. Ja, ja, ja. Holy shit, ey. Ja, es macht aber Bock. Wenn man es so ein bisschen raus hat. Wenn man es so ein bisschen raus hat mit Zelda. Dann kriegt man schon so einiges hin. Jawohl, so läuft das. Sie ist halt so... Naja, nicht wirklich Fernkampf, aber auch nicht... Sie darf auch nicht wirklich nah dran. Ah, ja, okay. Machen wir mal Stasis. Ja, okay, einer ist weg. Boah, ey, das ist ein Gemetzel hier. Holy shit, ey. Weg von dem. Weg von dem. Ah, Zelda, geh da weg. Mann, was machst du? Geh da weg. For fuck's sake. Ich werde da eingesperrt. Oh shit. Sie ist fast down. Sie war fast down. Au. Also irgendwie... Irgendwie werde ich nicht warm mit ihr. Irgendwie... keine Ahnung. Ja, komm. Stasis. Ja, ja, okay, okay, okay. Der nächste Bockblin ist auf jeden Fall down. Ne, Moblin sind das. Moblins sind das, nicht Bockblins. Au, oh, stopp, 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 stopp. Achso, war jetzt useless oder was? Oh, was zum Teufel? Was zum Teufel? Nein, stopp, 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 stopp. Okay, 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 jetzt weiter. Ist das anstrengend, mit ihr zu kämpfen, obwohl man eigentlich meinen würde, dass das besonders einfach mit ihr ist. Aber nein. Das ist die ganze Zeit ein Geschwitze. Oh, zwei Rhodoniten. Rhodonit. Naja, wir haben auf jeden Fall zweimal diesen Stein da bekommen. Das ist ziemlich krass. Ja, er zielt sehr hohe Preise, in der Tat. Auch wenn man in den Müll da kaufen muss. Wegen einer Quatschmission. Also bin ich sehr froh, dass wir die Dinger da bekommen haben. Ja gut, die Mission ist auf jeden Fall abgeschlossen. Und was brauchen wir jetzt noch? Geflügel. Und so wie es scheint, kriegen wir das tatsächlich hier unten. Oder, ach nee, Moment mal. Ja, kann auch nur die Moblin-Urkunden sein. Ah, crap. Naja, wir werden es so... oder so machen müssen, da wir es noch nicht abgeschlossen haben. Also, let's go. Kann es sein, dass der Spielsound ein bisschen zu leise ist? Oder sogar viel zu leise? Hm. Halte die Zeit für den Gegner an und führe dann Angriffe ganz ohne Gegenwehr aus. Ja, aber
wir wissen, funktioniert das nicht unbedingt mit Mifa. Also müssen wir da ein wenig aufpassen, wie sie hier in der Wüste schwimmt. Unser Gegner weiß zu kämpfen, ja. Ja, okay. Müssen wir jetzt hier helfen? Oder was? Naja, wir werden auf jeden Fall helfen. Achso, ja. Wird tatsächlich sogar angezeigt. Aber ernsthaft, ich muss jetzt zurückgehen. Ja, das ist scheiße. Das ist echt mega schlecht gemacht. Sorry, aber das ist dumm. Was war das denn für ein Move gerade? Ich bin noch nicht mal am Gegner dran. Und ich treffe den. Habe ich so eine fette Reichweite? Das ist ja sogar noch eine heftigere Reichweite als mit Zelda. Dann spiele ich sie halt echt die ganze Zeit falsch, oder was? Oh, ja gut, das war... Hör... Na, ich will nicht mit X angreifen. Ach komm, ey, das ist so lame. So ein useless... Garbage einfach nur mit Mifa, ehrlich. So, jetzt aber. Hä? Und es ging... Ja, keine Ahnung. Irgendwie spackt alles gerade ziemlich hart rum. Oder ich war einfach mal wieder zu spät. Aber ich hab's halt gedrückt. Und... Es wollte halt nicht. Wollte halt einfach nicht. Das war jetzt meine Schuld, okay. Aber davor die ganze Zeit weiß ich nicht, was das sollte. Alles klar. Die nehmen wir noch mit. Und hier sind richtig viele Moblins und ich hab's schon wieder verwechselt. Es sind Bockblins. Ah, oh ne. Ah, na, lass mich in Ruhe. Nein, Stasis, Stasis. Funktioniert das jetzt? Noch nicht mal, wenn einem das angezeigt wird, dass man das benutzen soll, funktioniert das richtig. Ja, okay. Okay. Es war zwar gut. Es ist zwar direkt abgebrochen worden. Aber ich konnte danach nochmal vernünftig angreifen. Okay. Ja, mit Mifa darf man das Ding echt nur benutzen. Wenn es einem angezeigt wird. Sonst nicht. Oh, das ist witzig. Oh, das ist witzig. Das gefällt mir. Die Attacke ist nice. Und scheint auch ganz okay Damage zu machen. Okay. Letzter Outpost. Was sind... Ach so, das sind Exalfos. Ein Feuermoblin. Ja. Dem werden wir... Oh. Ich wollte den Eisstab benutzen, aber anscheinend haben wir ihn gerade nicht. Ach, nerv hier nicht. Mann. Die nerven so hart, ey. Was soll das? Muss man da dann weg? Ja, anscheinend. Ja, nee, ich mache jetzt Schmetterangriff. Das geht mir so auf den Sack gerade. Macht das einen Spacken jetzt da alle. Meine Fresse, ey. Und jetzt zur Gerudo-Stadt. Ah, wo müssen wir her? Nö. Ja, eine Moldora auch noch. Alles klar. Ja, das kann nicht sein. Das denke ich mir auch gerade.
Ah, Bombe, Bombe, Bombe. Ich meine, es werden zwar Bomben richtig heftig damit gespammt, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass das nicht wirklich was getan hat. So, durch die Fontäne. Und wir wurden natürlich getroffen, weil, ja, warum auch nicht. Okay, da sollten wir echt ein bisschen vorsichtiger sein. Was kriegen wir? Kryo? Cryo-Modul? Hallo? Ja, Cryo-Modul. Alles klar, let's go. Ja, ich muss ja diese Moldora-Schwanzflosse besorgen. Und deswegen kenne ich mittlerweile die Moves von Moldora. Es gibt halt nur zwei Main-Moves, die das Vieh drauf hat. Und zwar einmal, wenn es halt so in die Luft schießt, dann muss man die Bomben benutzen. Oh, ey, mach diese scheiß Octoroks da weg. Ich weiß auch nicht, warum die anderen sich nicht mal darum kümmern können. Sondern ich die ganze Zeit dahin muss. Ja, auf jeden Fall einmal, wenn es in die Luft schießt, dann muss man die Bomben benutzen. Und wenn es so auf einen zugestürmt kommt, dann muss man das Cryo-Modul benutzen. Ja, komm. Jetzt benutzen wir mal die starke Attacke. Regenerieren wir Leben, wenn wir die starke Attacke benutzen? Ach ja, Mipha hatte ja so eine Fähigkeit, um Leben wiederherzustellen. Mifas Segen? Hieß das so? Bin mir gerade gar nicht sicher. Ich habe das Hauptgame halt noch nicht gezockt. Deswegen echt kein Plan. Und Bomben. Ja, die waren ja echt gut platziert. Ja, aber jetzt. Cryo-Modul. Und das war's dann. Tschüss. Wir müssen gar nicht mehr nach Gerudo-Stadt. Ja, okay. Anscheinend war das nur so ein Platzhalter. Für den Anfang. Na gut. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Und kriegen ein paar Waffen. Ja, okay. Und tatsächlich kein Hühnchen. Schade. Und es kommen direkt zwei weitere Aufgaben. Zwei weitere Missionen, die wir machen müssen. Boah, ey, was ist heute los mit mir? Und ich denke, die werden wir das nächste Mal dann ebenfalls machen. Und dann werde ich hier nicht irgendwas off-cam rumwerkeln. Außer halt das Geflügel, klar. Das Geflügel werde ich off-cam holen. Aber hier die Bockblin-Urkunden, die werde ich dann mit euch zusammen in den Missionen holen. Ja, okay. Ja, vielleicht werde ich mich doch mal dran setzen müssen. Ich weiß es noch nicht. Weil hier gibt es halt nur ein Gerudo-Training. Wie auch immer. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part dann bei einem von den beiden Missionen wieder. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.